bleibt da gierig auf dem Ball, will den Angriff nicht unterbrechen aufgrund dieses Zupfers von Barona Bolido. Super Zuspiel mit der Hacke weitergeleitet auf Park. Abschluss mit links. Gefährlich wird's halt. Ja, man macht's. Macht's ganz gut. Und er geht rein. 2-0 Dresden, aber völlig blank auf der anderen Seite. Hauptmann macht's alleine. Wann legt er quer? Jetzt legt er quer. Ist das das 3-0? Es ist das 3-0! Lübeck versucht und ist dran. Anschlusstreffer, Marius Hauptmann. Es ist die Belohnung für die Gäste. Ist hier ausgebildet worden. Graulich legt ihm das Ding auf den Fuß. Kammerknecht. Lämmer. Gute Hereingabe, Kutschke! 4-1! Also ich glaube, das bleibt hier ein unterhaltsamer Nachmittag. Löten gegen Kutschke und jetzt gibt's Rot. Oha! Haselberger hat da Nachtreten gesehen von Löden. Also die Anleitung geben. 3 Minuten gibt es oben drauf und in dieser fällt nicht das Tor. Haselberger hat den Arm oben. Jubel wieder einstellen bitte. Nicht das 5:1 von Zimmerschied. Schneider. Klasse durchgesteckt und Hauptmann ist schnell. Der Winkel wird aber immer spitzer und trotzdem zwingt er da Proll noch zu einer Parade. Nochmal Hauptmann. Dafür bekommt er dann den Elfmeter. Oha. Trotzdem sind sie noch dran und der Abschluss ist wieder abgefälscht und wieder drin. Direkt nochmal am Getränkeladen Stopp. Und dann ballern die sich richtig schön die Nuss zu auf dem Weg zurück in den Norden, um das schnell zu vergessen. Jetzt gibt es aber den nächsten Elfmeter. Würde ich sagen, kann man schon vertreten. Jetzt Herzog gegen Proll. 62. Spielminute. Und Proll ist dran, aber kann den Einschlag nicht verhindern. Läuft auch mit. Er muss ihn nur spielen. Er spielt ihn nicht gut. Und es ist das nächste Eigentor. Ach nee. Ist die Quote, dass der abgefälscht ins Tor fällt, vermutlich bei einer 1,05 und sie führen den Freistoß schnell aus. Und da ist es passiert, Slammer mit dem 7. Tor. Hat heute auch genug auf den Deckel bekommen. Aslan fragt nochmal nach, Dynamo Dresden schlägt den VfB Lübeck nach einem denkwürdigen Fußballspiel mit 7:2. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.